Herzlich willkommen zu einem kurzen Infovideo. Und zwar geht es um ein Problem, das ich mit meinem 6850K habe unter Windows 10 seit einem der neuesten Windows-Updates. Ihr seht hier, dass ich die CPU im BIOS eigentlich auf 4,2 GHz eingestellt habe. Ich verwende übrigens einen X99 Strix von Asus. Ihr seht, ich habe die jetzt wie gesagt auf 4,2 GHz eingestellt. Wenn wir jetzt aber in Windows reingehen und dort CPU-Z starten, dann sehen wir, dass die CPU nur bei 3,8 GHz läuft. Das Ganze ist auch keine Energieeinstellung unter Windows. Ihr seht hier, ich habe die CPU dauerhaft bei 100% laufen, weil ich den PC sowieso nur zum Zocken benutze und da möchte ich auch die maximale Leistung haben. Und in der Intel Extreme Tuning Utility sehen wir auch, dass der Regler nicht bei 4,2 steht, wo er eigentlich sein müsste, beziehungsweise 42 halt, sondern es sieht so aus, als ob Windows beim Starten den Regler von alleine zurücksetzt. Ich habe sämtliche Treiber und Windows auch selbst auf dem aktuellsten Stand. Ich habe auch das BIOS auf dem aktuellsten Stand. Das habe ich alles überprüft. Die Lösung fand ich dann in einem englischsprachigen Forum. Das habe ich jetzt hier mal eingeblendet. Den Link packe ich auch unten in die Videobeschreibung. Da könnt ihr gerne auch nochmal nachlesen. Und zwar gibt es eine DLL-Datei im System32-Ordner, die, so ganz klar ist es mir nicht, jedenfalls dafür sorgt, dass sich die CPU nicht über die 3,8 GHz hinaus taktet. Ich habe keine Ahnung, wieso die da ist und auch, ob das ausschließlich den 6850K betrifft oder ob es noch andere CPUs gibt, die davon betroffen sind. Wenn man nach so einer Problembeschreibung googelt, findet man sehr, 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 sehr wenig. Das lässt so ein bisschen darauf schließen, dass das Einzelfälle sind, wo das passiert. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob das ein 6850K exklusives Problem ist oder ob es da noch andere gibt. Wenn jemand hier das Video sieht, der auch dieses Problem hat, der kann mir ja gern mal schreiben. Aber ich glaube, dass das sehr selten vorkommt. Vielleicht hilft das Video ja aber wenigstens einer Person weiter, die genauso verzweifelt da an dem Problem sitzt wie ich. Vielleicht haben auch mehrere das Problem und es fällt einfach kaum jemandem auf, weiß ich nicht. Jedenfalls bei mir in der Kombination 6850K mit einem Asus Strix X99 Gaming tritt dieses Problem auf. Das ist nicht das erste Mal, dass ich das Problem habe. Das hatte ich vor 2 Jahren schon mal, konnte es da aber nicht lösen. Das war dann irgendwann einfach weg, nach einem BIOS-Update, glaube ich. Jetzt ist es wieder da. Vielleicht gibt es da dann ja auch irgendwann ein BIOS-Update für. Weiß ich nicht, wenn es da irgendwann eins gibt, dann mache ich nochmal ein kurzes Update-Video dazu. Ansonsten zeige ich euch jetzt nochmal kurz, wie man das Problem löst. Und zwar, wie gesagt, geht man zuerst mal in den System32-Ordner und dort sucht man diese Datei. Und diese Datei benennt man jetzt einfach um. Ich habe einfach hinten so einen Unterstrich Alt dran geschrieben, dann findet das System die nicht mehr. Allerdings muss man vorher den Besitz der Datei übernehmen, weil man normalerweise so Systemdateien nicht umbenennen oder löschen oder so kann. Das heißt, man muss erst in die Eigenschaften, Sicherheit und dort dann erweitert und dann kann man erst den Besitz übernehmen. Dann muss man das Einstellungsfenster nochmal komplett schließen, wieder aufmachen und dann kann man sich selbst die Schreibrechte geben an der Datei und dann kann man die auch umbenennen. Wenn wir das gemacht haben, dann starten wir das System einfach einmal neu. Jetzt sehen wir hier in CPU-Z nach dem Neustart, dass die CPU wieder bei 4,2 GHz läuft. So einfach ist die Lösung, aber da muss man auch erstmal drauf kommen. Wie gesagt, ich habe das Ganze in so einem Foreneintrag, Link unten in der Beschreibung, gelesen und das hat direkt auch funktioniert. Wie gesagt, wenn jemand ansonsten noch dieses Problem hat oder hatte, dann kann er mir ja gern mal schreiben. Ansonsten war es das mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte vielleicht einer Person weiterhelfen und bis zum nächsten Mal.